Herzlich willkommen zum zweiten Seminar heute mit dem Thema, ja, endlich Online-Banking-Konten anmelden. Und ich habe von der Firma ein Bankkonto, also ein reell existierendes Bankkonto erhalten, das bis morgen früh existiert und dann nicht mehr. Ich habe also vor mir liegen von der Bank einen TAN-Generator, eine Chipkarte und einen sogenannten Erstbrief zur Teilnahme am Online-Banking mit ChipTAN. Und ich habe wirklich überhaupt noch nichts gemacht. Das heißt also, ich lese jetzt mal diesen Brief vor und da steht eben dann drauf, für den Erstzugang zu unserem Online-Banking benötigen Sie folgende Daten, dann kommen die ganzen Daten. Bitte beachten Sie, dass Sie vor der PIN-Änderung zunächst eine Synchronisierung Ihres TAN-Generators mit unserem System vornehmen müssen. Der Zugang zu unserem Online-Banking und weitere Informationen über das gesamte Online-Banking-Angebot erfahren Sie unter www.sparkasse-rottalin.de. Und das macht man jetzt einmal. Sparkasse-rottalin.de. So, und wenn ich das mache, sehen Sie, dann kommt also eine Standard-Sparkassenseite. Ich habe leider nur Sparkasse, also keine Volksbank, keine Raiffeisenbank, keine Hypo, keine Deutsche Bank und sonst keine, also wirklich nur Sparkasse. Aber bei den anderen funktioniert das eigentlich immer ganz genauso. Da ist halt das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. So, ich will mich zum Online-Banking anmelden, also gebe ich die sogenannte Legitimations-ID an oder den Anmeldenamen, den ich also auf meinem Brief hier finde. Und das ist in meinem Fall 77457 und dann eben eine PIN-Nummer und da steht eine Zeile darunter, die sogenannte Eröffnungs-PIN, die gebe ich jetzt auch mal ein. So, jetzt habe ich die eingegeben und dann klicke ich auf Anmelden. Und Sie sehen, sofort geht es weiter, also mit diesem Chip-Generator synchronisieren. Und hier steht dann, stecken Sie Ihre Karte in den TAN-Generator, was ich jetzt mache. Ich lese jetzt das Display vom TAN-Generator vor. Hier steht, bitte wählen F-TAN Euro. Dann halten Sie den TAN-Generator in einem schrägen Winkel an den Bildschirm, was ich jetzt ebenfalls mache. Und ich kann also dann mit Plus und Minus die Kerben einstellen. So, ich habe jetzt auf dem TAN-Generator auf die sogenannte F-Taste, also da steht wirklich F drauf, gedrückt. Und jetzt sagt er Suche Anfang, übertrage erfolgreich. Und dann kommt eine Anzeige TAN-Fragezeichen im Generator. Und dann drücke ich wieder auf Na? Okay. Auf okay drücke. Genau. Dann habe ich richtig, dass das bei kleine funktioniert und jetzt wird mir angezeigt eine TAN 146013 und eine sogenannte ATC 4 mal die 0 und die Zahl 1. Jetzt klicke ich auf Weiter. So, und jetzt steht der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt, das Chip-TAN-Verfahren wurde erfolgreich synchronisiert und ich klicke auf Weiter. So, jetzt muss ich eine neue PIN-Nummer eingeben. Ich gebe jetzt mal bei mir eine ein und klicke wieder auf Weiter. So, und jetzt muss ich das Ganze noch einmal machen. Und zwar gehe ich also jetzt wieder auf mit dem TAN-Generator dahin. Jetzt muss ich erst, okay. Karte rein, Karte raus, dann gehe ich wieder hin. Und jetzt sagt er eben wieder nach dem Drücken auf F Übertragung, Übertragung erfolgreich. Startcode 800221118. Sage ich okay. Und dann bekomme ich eine TAN angezeigt, 477880 und klicke wieder auf Weiter. Der Auftrag wurde ausgeführt, Ihre PIN-Nummer wurde erfolgreich geändert. Das heißt, ich habe also jetzt hier mein Online-Banking aktiviert. Also, banktechnisch sind wir fertig. Das nächste, was wir machen, ist, dass wir jetzt dieses Online-Banking-Konto in NetXP-Verein einrichten.
Und das macht man folgendermaßen. Also ich gehe in NetXPV rein, wähle wieder wie vorher Finanzdaten den Menüpunkt Konten und wähle hier unten ein neues Konto. Ich muss jetzt einen eigenen Kontonamen eingeben. Das bedeutet also, wie soll denn mein Konto heißen? Hier können Sie praktisch alles eingeben, was Sie wollen. Sekunde, ich muss jetzt nur eine ganz kurze kleine Erinnerung machen. Denn bei mir gibt es schon ein Konto, ist mir gerade eingefallen. Und ich will ja, dass das Ganze so ausschaut, wie es bei Ihnen dann später auch aussieht. Das heißt also, ich muss jetzt mein real existierendes erstmal löschen. Gut, also ich habe hier dieses Bankkonto jetzt bei mir, dieses real existierende gelöscht und vergebe also jetzt hier einen eigenen Kontonamen. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Girokonto. Sie sehen, ich kann ja sonst nichts ausfüllen. Ist alles grau, das heißt, also ich kann da nichts machen. Der Kontotyp passt, das ist ein HBCI ITAN-Konto und ich klicke, nachdem ich also hier diesen Namen vergeben habe, auf der rechten Seite auf dieses FinTS Bankkontakt wählen und daraufhin werden mir automatisch zwei Fenster angezeigt. Im obersten Fenster kann ich nichts anderes machen, ich kann sowieso nur neuen Bankzugang einrichten anklicken und auch das machen wir jetzt. Ich habe hier vor mir liegen, wie gesagt, eine Chipkarte und einen TAN-Generator. Und das Ding heißt ja TAN-Generator, weil er TANs generiert. Das heißt, ich muss auf TAN-Verfahren klicken. Es kann aber auch gut sein, dass Sie von Ihrer Bank eben eine sogenannte Schlüsseldatei oder eben einen Online-Banking-Zugang als Schlüsseldatei erhalten. Dann müssten Sie auf Schlüsseldatei klicken. Und für relativ große Vereine, die gibt es also nur Chipkarte ohne TAN. Sowas hatte ich früher. Ganz praktisch, hier habe ich einen Chipkartenleser, hier stecke ich meine Chipkarten rein und kann dann eben den PIN direkt bei mir im Büro, sage ich jetzt mal, am Chipkartenleser eingeben und kann hier eben auf diese Art und Weise Geld transferieren. Ich, wie gesagt, habe das etwas kompliziertere Verfahren und zwar dieses TAN-Verfahren. Also wähle ich hier mal erst TAN-Verfahren aus. Im nächsten Schritt gebe ich eben die Bankleitzahl meiner Bank ein. Unten wird dann eben auch sofort entsprechend die richtige Bank angezeigt. Ich klicke also nicht im Expertenmodus weiter. Jetzt muss ich wieder meine Legitimations-ID eingeben, genau das gleiche, was wir also vorher bei der Bank gemacht haben. Das ist auch übrigens automatisch bei Sparkassen zum Beispiel immer die entsprechende Kontonummer. Also habe ich eingegeben, Anmeldename oder Legitimations-ID, dann auf Weiter. Jetzt wähle ich mein TAN-Verfahren und bei mir steht hier auf dem Brief drauf, ich habe also das sogenannte Chip-TAN-Verfahren. Und da ich das Gerät an dem Bildschirm halten muss, und der hat hinten auf der Rückseite optische Sensoren, ist das also bei auch fast allen Banken immer das sogenannte Chip-TAN-Optisch. Klicke auf Weiter. Und jetzt kann ich wieder einen Namen vergeben für die Bank. Ich lasse jetzt mal hier Sparkasse Rottal-Inn drin stehen und klicke auf Fertigstellen. Jetzt will, dass die Bank wir eine Erstsynchronisation durchführen. Also vorher hatten wir unseren TAN-Generator synchronisiert und jetzt, oder NetXP-Verein will jetzt eben die Daten von der Bank abholen, dass also das Konto fertig einrichten kann. Ich klicke auf OK. Und werde dann eben aufgefordert, meine PIN-Nummer einzugeben. Und das ist die PIN-Nummer, die ich mir soeben bei der Einrichtung des Kontos geändert habe. Also ich muss ich jetzt die geänderte PIN-Nummer eingeben. Ich gebe die also hier ein, klicke auf OK und sehe jetzt wieder also ein Fenster, in dem jetzt gleich alles Mögliche passiert. Er sagt mir also hier, aktualisiere Bankzugangsdaten, Dialoginitialisierung. Müssen wir ein bisschen warten. Dann ausgeführt, Abmeldung senden, das TAN-Verfahren wird gewählt, auf Chip-TAN optisch, Nachricht senden, Abmeldung senden, klicken Sie jetzt auf Schließen. Hier sollten ausschließlich nur so blaue I's auftauchen oder grüne Haken. Wenn hier ein gelbes Ausrufezeichen erscheint oder ein rotes X, dann hat irgendwas nicht gestimmt.
dann hat entweder vorher die Legitimations-ID nicht gestimmt oder es hat die PIN-Nummer nicht gestimmt oder die Bankleitzahl. Ich klicke auf Schließen. Die Bank wurde von mir erfolgreich angelegt. Das sehen Sie hier. Das ist ein grüner Haken davor. Sehen Sie das? So, wenn ich soweit bin, kann ich dieses Fenster hier schließen und ich kann im nächsten Fenster auf Aktualisieren klicken. Und Sie sehen, ich habe also hier ein Konto angelegt mit dieser entsprechenden Kontonummer und dieses Konto übernehme ich jetzt in die Vereinsverwaltung NetXP Verein. Übernehmen. Und jetzt sehen Sie, jetzt ist da alles schon mal so weit vorgefüllt. Also es steht IBAN BIC drin, es ist alles drin. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Sollten Sie eine Sparkasse als Hausbank haben, bei den Sparkassen wissen wir es, wird eine sogenannte Euro-Express-Lastschrift kostenlos angeboten. Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Lastschrift und einer Euro-Express-Lastschrift? Der Unterschied ist, dass die Wartezeiten sich ändern. Wenn ich keine Euro-Express-Lastschrift verwende, dann warte ich vom Datum der Übermittlung an die Bank bis zur Wertstellung auf meinem Konto für Erstlastschriften 6 Tage und bei Folgelastschriften 3 Tage. Habe ich mit meiner Bank vereinbart, dass ich kostenlos eben diese Euro-Express-Lastschriften verwenden kann, kann ich das anhaken und dann verkürzt sich die Zeit auf 2 Tage. Einzig und allein, oder der einzige Unterschied hier ist noch, dass ich mit dieser Euro-Express-Lastschrift Core 1 keine ausländischen, also keine nicht deutschen Lastschriften ziehen kann, wobei ich das eben hier schon kann. Also wenn ich jetzt Ausländer, also Franzosen, Italiener, Holländer, Dänen, Österreicher, Tschechen, auch Schweizer eben in meinen Mitgliedern sind, sollte ich diesen Haken nicht setzen. Wenn ich nur deutsches Publikum habe, dann kann ich und ich bei einer Bank bin, bei der ich mich versichert habe, dass ich also diese Euro-Express-Lastschrift kostenlos verwenden kann, dann kann ich diesen Haken setzen und brauche also nicht mehr so lange auf das Geld zu warten. Klar soweit? Ja. Genau. So, jetzt klicke ich unten auf Speichern und jetzt sagt NetXP-Verein, hoppala, stopp. Ihr FinTS-Kontakt wurde geändert. Wenn Sie die aktuellen Kontoumsätze holen wollen, klicken Sie auf Ja. Was passiert jetzt? NetXP-Verein holt mir jetzt die Kontoumsätze zurück bis zu dem Datum, das ich hier angebe und wird mir auch einen Anfangsbestand anlegen. Ich klicke jetzt mal auf Ja und gehe dann eben zurück auf das Datum, jetzt zum Beispiel, ja, ich mache jetzt mal einen 17.04.2015. Sie sollten natürlich immer darauf achten, dass das Ganze zum Jahresanfang ist, also zum Beispiel 1.1. oder eben zum Ende des Geschäftsjahres. Anders, weil, ja, macht es wenig Sinn. Entweder ich muss alles nur nachbuchen, was ich schon bereits gebucht habe, oder ich muss eben dann selber Kontoumsätze erfassen, was eventuell auch nicht sein muss. Also, ich mache das jetzt einmal zum 17.04.2015, klicke auf Übernehmen und jetzt muss ich wiederum meine PIN-Nummer eingeben, denn er will ja jetzt von der Bank den Kontostand zu diesem bestimmten Datum wissen und alle Umsätze seitdem. Das heißt also, ich gebe also jetzt hier meine PIN-Nummer wieder ein, klicke auf Übernehmen und jetzt hat NetXP-Verein eine Verbindung zur Bank aufgebaut, hat eben dann diese ganzen Umsätze geholt und ist jetzt fertig. Und Sie sehen, auf meinem Konto befindet sich ein Bestand von 10 Euro. Wir haben laut Buchhaltung 0 Euro, weil das Konto erst heute eröffnet wurde. Was sehen wir jetzt auch schon? Wir sehen also jetzt zum Beispiel in der Buchungskontrolle eben die Buchung, die hier eingebucht wurde. Also auf dieses Konto wurden schon 10 Euro eingezahlt mit dem Verwendungszweck Testkonto von der NetXP GmbH. Und das heißt, wir sind also jetzt fertig mit der Einrichtung des Online-Banking-Kontos und können also jetzt eben arbeiten und das machen wir eben im dritten Teil heute. Da werden wir also dieses Online-Banking-Konto mal füttern mit Geld. Mir ist es völlig klar, dass es bei anderen Banken alles ein bisschen anders ist. Ich will Ihnen aber in dieser Schulung jetzt erstmal zeigen, wie es grundsätzlich funktioniert.
Das heißt, erst einmal muss ich eventuell mich bei der Bank einmal anmelden und hier mal alles regeln, sage ich jetzt mal, was die Bank bei der Ersteinrichtung eventuell haben will. Sollte das Konto natürlich schon lange eingerichtet sein, können Sie sich diesen Punkt sparen. Und Sie müssen eben auch im NetXP-Verein so ein Online-Banking-Konto anlegen und dann eben die entsprechende Kontonummer mit dem Konto in NetXP-Verein verbinden, um dann schlussendlich Kontoumsätze und Kontostände abholen zu können. War jetzt aber wirklich nicht schwer, richtig? Oder war das schwierig? Na, kriegt jeder in der Praxis gut. Genau.